Der lieber zu Tode betrübt. Na gut. Das hätte ich von einem Schafsknüppler wie dir nicht erwartet. In der Tat. Niemand hatte Jerry so viel Bösartigkeit zugetraut. Aber zwei Fliegen mit einer Klappe. Hätte sein mörderischer Plan funktioniert, säße er das gesamte Gold. Und der modisch überlegene Zylinder des Kobolds wäre nur noch Geschichte. Das Loch! Zum Glück war ich auf der Kuh! Ja, was anderes fällt mir dann nicht mehr ein zu diesen Typen. Machen wir schon, was jetzt passiert. Ups. Autsch. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe den Rasen kaputt gemacht. Wenn das in der Realität so einfach ginge. Und? Wisst ihr, wenn mich interessieren würde, was ihr denkt, dann wäre ich schon gar nicht hier. Go, go! Nicht schlecht. Na dann. Akt 2 wäre damit erledigt, meine Damen. Wir haben bestimmt noch zwei Akte kommen. Oha. Das Land der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, dachte sich Jerry. Gib endlich hoch, Armleuchter! Hey! Ich bin ein Fuchs, ich schwöre es. Kitsune! Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nicht? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz
hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Kitsune. Ja, gut. Er hält sie fest. Das ist beeindruckend. Glocke. Und wie? Na gut, guck mal erstmal ins Drehbuch rein. Toll, ein neues Skript. Im Bann des Zarow. Dritter Akt. Der kleine Jerry ließ nicht locker. Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Au. Ich finde das ja nicht witzig. Ja. Wie wär's denn mit... Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding an die Glocke halte. Hey, Kitsune! Kitsune! Sie hört mich nicht. Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen. Ich... Yeah. So, den ganzen Spaß nochmal. Mal sehen, was passt. Ich konnte den Fuchs schon, als er die Tette noch nicht hatte, nicht leiden. Noch mehr von den Dingern. Ich nehme die mal ab. Ich rieche einen Menschen. Meine Augen mögen blind sein, doch meine Nase täuscht mich nie. Wir Füchse sind gefährlich. Oh Mann, Kitsune klingt richtig gefährlich. Du willst mir meine letzte... Ich werde... Ja, das geht mal. Ja. Also... Kann ich vielleicht... Kitsune? Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Törichter Dorfsee. Alles klar. Okay. Jetzt habe ich's raus. Dann mal go. Mal sehen, was passiert. Wie gesagt, ich konnte den Großen da echt noch nie leiden. Und... Kitsune! Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Oh. Kitsune! Jerry? Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ja. Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Nein. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Das sehe ich aber nicht so. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Jerry! Schnell, Kitsune! Lauf weg! Du gehörst zu uns. Nein! Ich werde immer ein Fuchs sein, Jerry. Einer von uns, einer von uns, einer von uns. Und Jerrys Tonträger zersprang. Super, der Tonträger ist zersprungen. Er hat also noch ein bisschen mehr drauf. Okay. Aber...
Fuchslist vielleicht. Ich glaube, hier wird keine Tonne. Ich glaube, hier... Wir sind ja bei den Füchsen. Theoretisch könnte man hier doch Fuchslist nutzen. Oder gibt es hier wieder versteckte... Okay. Wieder so ein Nagel. Ein völlig unwichtiger Gegenstand. Ach, hör endlich auf. Meine Mama sagt immer, wer zweimal auf dieselbe Lüge hereinfällt, ist selber schuld. Der Wächter ist im Weg. Fass du den Nagel, beiße ich dir den Kopf ab. Ich bleib besser auf Abstand. Wie wär's, wenn ich... Glöckchen schwingen? Glöckchen schwingen, Glöckchen schwingen. Kizune, geht es dir gut? Jerry, ich... Menschen und Füchse. Aber wenn ein Mensch einen... Dummer, ich werde dich vom Oder... Kizune, er wird dich für immer festhalten. Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Ich weiß, und das ist gut so. Du bist du. Du bist ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Füchse kämpfen. Ich glaube, er muss kacken. Kleine Kitsune. Ich bin nur ein blinder Wächter. Doch mein Verstand sieht wieder klar. Ich muss dir danken, Mensch. Sei ihr ein Freund. Tada! Diese Akte sind zwar an sich eine böse Sache des Zarow, aber muss sagen, dass die echt geil gemacht sind und einfach so ein paar Dinger, die man als kleines Kind vielleicht lernt, klasse zu zeigen. Finde ich gut. Wo bin ich jetzt? Überall Eis und Wasser. So weit das Auge reicht. Der Wind ist so kalt. Vor lauter Freude darüber, wieder an einem der schönsten Flecken der Erde Urlaub machen zu können. Urlaub? Riss sich der Junge jauchzend die Kleider vom Leib und sprang in das eisklare Wasser. Jerry on the rocks. Langsam kriege ich das Gefühl, sie mögen mich nicht besonders. Ich muss sie doch sehr bitten. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, ist die Kunst. Aber du hältst dich nicht ans Buch. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich werde mich mehr bemühen. Das will ich doch hoffen, du nichtsnutziger Amateur. Wo war Schächtige Polwahl brach hinter Jerry. Oh Mann! Mit mächtiger Stimme sprach er. Du hast dich tapfer geschlagen. Ist bis zum Rand des ewigen Eises vorgedrungen. Doch der Kälte kannst du nicht standhalten. Es ist an der Zeit, aufzugehen. Loszulassen. Lass dich mit mir in die kalte Dunkelheit
Wisst ihr, wenn ihr das freundlicher formulieren würde, wäre es vielleicht ein Ding. Aber so... Ich meine, der geht mit, wenn du sagst, kalte Dunkelheit. Das klingt doch scheiße. Sag doch... In die dunkle Zuversicht des... Bah, weiß ich. Super. Ein neues Skript. Das Magnum Opus des großartigen... Ein literarischer Geniestreich höchster Güte. Der Titel lautet Im Bann des Zarow. Vierter und letzter Akt. Ein Meisterwerk der Simplizität. Jerry war am Nordpol. Es war kalt. Er fror. Als wäre man wirklich da. So authentisch. Jerry wurde eingeschneit und tiefgefroren. Alle waren glücklich darüber. Der Polball sang vor Freude. Was für ein schönes Ende. So tragisch. Ich glaube eher weniger. Ein Weihnachtsbaum. An Weihnachten backt Mama immer leckere Vanilleplätzchen. Die Sehnsucht des kleinen Jungen nach trockenem Backwerk war kaum auszuhalten. Schmerzlich erinnerte es ihn daran, dass er seiner Mutter niemals wieder in die Arme schließen würde. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Okay, wir haben jetzt die Lichter. Nagel, Ventilator, Ozean. Schall und Wasser, soweit das Auge reicht. Jerry war fasziniert von der ewigen Kälte der arktischen See. Allein der Anblick der eisigen Wolken genügte schon, um Jerry sehr zittern zu lassen. Na gut, Polwall. Polwall. Das ist das Auge des Polwalls. Es sieht traurig aus. Jerry bot ja auch einen traurigen Anblick. Nein, es liegt an dem Poster. Es wirkt, als würde er mich beobachten. Okay, Das ist das Acid. Ja, okay, gut. Jerry war verdammt. Oh mein Gott, komm, hier. Na. Okay, haben wir langsam alles hinter uns hier. Was haben wir denn hier hinten so? Außer den Nagel. Ah, Zuckerstange haben wir noch. Eine riesen Zuckerstange. Jerry konnte nicht widerstehen. Er musste einmal daran lecken. Sie wollen doch nur, dass meine Zunge festfriert. Genau. Endlich hast du mal das Skript gelesen. Na dann mal los. Nee, ich hebe mir die Stange für später auf. Langsam verliert sich der liebe Zarow ein wenig. Was haben wir denn noch? Ich glaube, wir können hier gar keine Magie benutzen. Aber ich bin etwas...